Ja, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, werte Kollegen, Kollegen, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Vielleicht kann man irgendwie mal ein bisschen Ruhe halten, sonst können wir einen Kaffeeklatsch auch draußen machen, aber bitte dann hier nicht sitzen. Also, vor vielen Jahren wurde eine neue Art von Elektrogeräten eingeführt. Sie waren einfach zu handhaben und so stieg die Beliebtheit stetig in der Bevölkerung. Doch es gab Gesetze, die die Verbreitung jahrelang behinderten. Jedes einzelne Gerät musste erst einmal umständlich angemeldet werden. Und das bei jedem Umzug von Neuem. Und raten Sie mal, wovon ich rede. Von Mikrowellen. Richtig gehört. Denn das sind Hochfrequenzgeräte und die können theoretisch den Funkverkehr stören. Theoretisch natürlich nur. Eine bessere Abschirmung hatte es bereits in den 70er Jahren gegeben und dieses Problem gelöst, weshalb in den USA und Japan diese Geräte schon in den 70er Jahren Standardausstattung in den Küchen waren. Doch die deutsche Bürokratie hatte sich längst verselbstständigt. Noch bis Ende der 80er Jahre mussten in der Bundesrepublik jede Mikrowelle beantragt, registriert und genehmigt werden. Heute haben wir wieder eine neue Technologie, nämlich die Stecker-Solargeräte, sogenannte Balkonkraftwerke. Sie produzieren dezentral Solarstrom und das auch für Mieter einer Wohnung, die kein eigenes Haus haben. Die Investition beschränkt sich, wie Sie auch aktuellen Anzeigen und Werbung entnehmen können, auf wenige 100 Euro. Sie werden mit normalen Steckern über Steckdosen ans Stromnetz angeschlossen, brauchen keine neue Stromleitung, brauchen kaum Platz und stehen nicht in Konkurrenz mit natur-, landwirtschaftlichen Flächen wie Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Hätte jeder dritte Haushalt eine Anlage mit 400 Watt, das sind kleine, ich glaube, zwei Solarzellen, wären das deutschlandweit 5000 Megawatt Nennleistung. Eine Freiflächenanlage, PV-Anlage dieser Größe würde 5000 Hektar Ackerland bedecken. In Zeiten von Energiemangel und extrem steigenden Energiepreisen sowie Kreditaufnahmen in Milliardenhöhe zur Bereitstellung von Hilfen, was wir hier auch machen, beziehungsweise Land hat ein Paket aufgenommen, war nicht gesagt, wo es die Hilfen gibt, sollte man die Nutzung dieser faktisch konfliktfreien Technologie eigentlich genauso schnell und erleichtert fördern, wie der Ausbau der Windkraftanlagen von Ihnen gefördert wird. Auf EU-Ebene wurde schon vor Jahren festgestellt, dass Einspeiseanlagen von bis zu 800 Watt, also hier fallen diese Anlagen drunter, keinen nennenswerten Einfluss auf die Stabilität von Stromnetzen haben würden. Überall in der EU wurden daraufhin die Vorschriften gelockert. Meist bleibt es bei einer einfachen Meldung zur statistischen Erfassung. In einigen Ländern wurde unterhalb von Bagatellgrenzen sogar die Meldepflicht abgeschafft. Etwa Luxemburg, das alle meldepflichtigen Geräte bis zu 800 Watt abschaffte, und das bereits im Jahr 2018. In den letzten 5 Jahren ist EU-weit bewiesen worden, man kann Stecker-Solaranlagen rechtlich wie einen Kühlschrank oder einen Elektrogrill behandeln, ohne es bereuen zu müssen. Es kann so einfach sein, nur leider nicht in Deutschland und auch nicht in Brandenburg, trotz des Werbeslogans. Hier in Deutschland bleibt der legale Betrieb von Stecker-Solaranlagen ein bürokratischer Hindernislauf. Gefordert wird nicht nur eine eigentlich unnötige Anmeldung im Marktstammdatenregister, nein, auch beim Netzbetreiber müssen die Bürger sich anmelden. Wobei das eigentlich de facto eine Genehmigung ist, denn der Netzbetreiber stellt Bedingungen. Sämtliche völlig überzogenen deutschen Spielregeln sind einzuhalten, bis hin zum Einbau einer speziellen Einspeisesteckdose. Nachzuweisen durch einen registrierten Fachbetrieb, der den Einbau durchzuführen hat. Wer das nicht nachweisen kann, dem wird der Anschluss verweigert. Kein Scherz. Es passiert auch hier in Potsdam. Die Presse berichtete sogar darüber. Rund 90% der Nutzer ignorieren inzwischen die Gesetze und stellen die Anlagen auch auf, ohne sie anzumelden. Inzwischen wird die Anzahl entsprechender Anlagen deutschlandweit auf über 1 Million Stück geschätzt und die sind aktuell sehr beliebt und werden viel verkauft. Selbst der Verband der Elektronik und Informationstechnik, VDE, hat inzwischen eingesehen, dass die Regeln, die er selbst als Lobby der Elektriker einmal aufgestellt hat, überzogen sind, allerdings einen Tag nach Einreichung unseres Antrags. In einem Positionspapier, das eben einen Tag nach der Einreichung veröffentlicht wurde, forderte er die Abschaffung einiger Schikanen, die er selbst in den letzten Jahren aufgestellt hat. Doch ein paar punktuelle Lockerungen der Vorschriften reichen hier nicht aus. Der verpflichtende Anmeldeprozess beim Marktstammdatenregister, in das große Photovoltaikanlagen, Freiflächenanlagen und auf Hausdächern eingetragen werden müssen,
beim Netzbetreiber muss ebenfalls entfallen, denn er ist überflüssig, unsere Nachbarländer beweisen das schon seit Jahren. Beauftragen wir also mit dem vorliegenden Antrag die Landesregierung, sich auf Bundesebene für die Abschaffung einzusetzen, so wie es die Bundesnetzagentur übrigens auch bereits gefordert hat, wie Sie den Medien vor einigen Tagen entnehmen konnten. Sorgen wir dafür, dass es kann so einfach sein, nicht nur ein Werbeslogan bleibt, sondern auch in Brandenburg diese Position im Bund vertritt, wenn es um den Abbau unnötiger bürokratischer Hürden geht. Ansonsten hören wir hier auch sehr viel davon, zu entbürokratisieren, Verfahren zu beschleunigen. Das sollten wir doch auch mal für die Mieterinnen und Mieter tun, die gleichzeitig noch einen Beitrag für die nachhaltige Stromerzeugung stellen können. Deswegen freue ich mich auf Ihre Diskussion und Zustimmung.